Heute nehme ich euch mal mit zu meinem Reha-Training hier, zum Olympiastützpunkt. Da werde ich was ganz Spezielles machen, was ganz Spezifisches, was eigentlich für die Leute, die im Knie operiert wurden oder irgendwelche Probleme haben, richtig, richtig toll ist. Was das ist, werdet ihr gleich sehen, aber jetzt ziehe ich mich erstmal um und danach geht's erstmal aufs Rad. Heute mal wieder am OSP unterwegs. Ich bin gerade voll in meiner Reha drin. Das heißt, die OP war vor, muss ich kurz überlegen, 7,5 Wochen mittlerweile. Das läuft richtig, richtig gut. Sowohl hier im OSP, wo ich jetzt schon auch an den Geräten trainiere. Am Knie muss ich natürlich noch ein bisschen aufpassen, das ist klar. Also meine 200 Kilo Kniebeuge gehen noch nicht. Ja, jetzt sitze ich auf einem speziellen Fahrrad, wo man den Radius unten an der Pedale so einstellen kann, dass das Knie auf der linken Seite nicht so stark gebeugt wird. Das heißt, ich arbeite jetzt hauptsächlich mit dem rechten Bein. Das linke Bein wird jetzt einfach nur durchbewegt, sodass auch das Knie einfach nur in Bewegung kommt und gar nicht auch jetzt viel die Muskulatur aktiviert wird. Das mache ich dann später am Gerät. Und jetzt heißt es einfach nur, ja, warm werden. Sitze jetzt 10 Minuten hier auf dem Rad, dann geht's weiter. Und hört ihr das Geräusch im Hintergrund? Das ist nämlich ein ganz spezielles Gerät, auf das ich nachher auch drauf gehe. Und was es ist, werdet ihr dann sehen. Also bleibt dran. Yeah, oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind in they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy, because they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you and I do what I gotta do. Let's go hard. Coming close to me, flow is on atomic. I'm starting fires through poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out. Yeah, das ist der Alter G. Der Alter G ist ein Antigravitationslaufband. Das heißt, wie ihr seht, es ist auf der Seite aufgepumpt. Das ist ja alles auch schon luftdicht, sodass auch die Möglichkeit dementsprechend besteht, mein Gewicht sozusagen zu reduzieren. Das heißt, wenn du gleich drauf gehst, sieht man, dass nur 80% meines Körpergewichtes momentan auf mir lastet. Das heißt, der pumpt so viel Luft rein, dass ich vom Gefühl her etwas schwebe. Und das ermöglicht mir jetzt in der Hinsicht, nach der Operation, jetzt in der Reha, schon früher wie mit Laufen zu beginnen, ohne dass ich jetzt körperlich irgendwo eingeschränkt bin. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal laufen, weil einfach ich mit weniger Gewicht auf diesem Laufband stehe. Geht es in die andere Richtung, dass man das Laufen schwerer machen kann, wie bei Dragon Ball? Nee, das geht nicht. Richtig gutes Gefühl, wenn man daran rauskommt, da denkt man jetzt, man schwebt. Wenn man nur mit 80% des eigentlichen Körpergewichts dann läuft, ein richtiger Unterschied, wenn man dann da rauskommt, denkt man, man schwebt über die Bahn. Fühlt sich richtig gut an. Läuft. Gewöhnungssache. Das ist die halt, liegt gar nicht dran. Voll, ja.
Mittlerweile komme ich schon auf 110, 120. Alles klar. Guck, dass es möglichst ruckelfrei ist. Du hast ziemlich viel Störung noch drin gehabt jetzt gerade, dass die alle wie so einen schönen, ja nicht Halbmond bilden, aber wie so ein Plateau halt. Ja, 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 verstehe. Ja, genau, sowas wollen wir haben. So ist gut. Danke dir. So, jetzt sitze ich auf dem Isomet, auf dem ich jeweils für 10 Wiederholungen den Beuger anspanne und für 20 Wiederholungen einfach nur spülen lasse. So wird es genannt, also das heißt, das Knie wird einfach nur durchbewegt. Und jetzt mache ich gleich den nächsten Durchgang. Jetzt spanne ich für die nächsten 10 Wiederholungen den Beuger an. Das heißt, ich gehe mit dem Gerät mit, wenn das Gerät nach unten geht. Spanne ich meinen Bizeps an, den Oberschenkel. Die Sehne, die Semitendinosus und die Gracilis-Sehne, die entnommen wurde für mein vorderes Kreuzband, für die vordere Kreuzbandplastik. Das ist ja auch ein Teil der Oberschenkelmuskulatur, ein Teil der Beugermuskulatur. Und dass man die dementsprechend auch relativ zügig wieder aktiviert, ist natürlich auch sehr sinnvoll, mit so einem Gerät zu arbeiten, weil da hat man dann auch konstant die gleiche Geschwindigkeit. Man versucht dann auch konstant die gleiche Kraft dann aufrechtzuerhalten bei der Bewegung. Und so kann man die Muskelgruppe auch gezielter ansprechen. Ich meine, wie man sieht, ich bin ja auch ziemlich eingespannt in die Maschine, sodass ich mich da hauptsächlich dann auf die Muskelgruppe konzentrieren kann, die angespannt werden soll. Und parallel dazu, nach den 10 Wiederholungen Anspannung, kommen 20 Wiederholungen, wo einfach nur durchbewegt wird, sodass das Knie auch durchblutet wird und auch da die Stoffwechselprozesse auch wieder aktiviert werden. Vielen Dank, bitte. Dann merkt man schon, dass der Muskel ordentlich arbeiten muss. Ja, lieber Schwan. Aber tut gut, tut gut. Jeden Tag ein bisschen besser. I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lambs my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Ja, langsam ist es auch nicht nur Reha, sondern mehr. So langsam ist es zwar, na gut, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Manchmal ist der Mund schneller als der Kopf. Nee, ich würde sagen, mittlerweile ist der Traininganteil von dem Reha-Training. Oder langsam wird der Reha, langsam wird be wild. So langsam wird der Trainingsanteil beim Reha-Training mehr. Das heißt, wird auf jeden Fall anstrengender, logisch. Und wenn es der Kameramann schon sieht, dann wird es auch so sein. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it. The fire can stand to the tallest of giants. The tyrant and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. Einsteigen klappt auch schon wieder besser. So, das war's für heute im Olympiastützpunkt hier in Heidelberg beim Reha-Training. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt doch gerne auf den Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann wisst ihr Bescheid. Drückt auf den Abonnieren-Button, gerne die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer up to date, wenn auch nächste Woche wieder ein neues Video hochgeladen wird. Jetzt heißt es für mich, kurz einkaufen gehen, dann zu Hause kochen und dann erstmal ordentlich was futtern. Und dann geht's weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.